Du schaust gerade dieses Video auf Social Media oder auf YouTube, weil du dich für schöne, ästhetisch ansprechende Zähne interessierst oder die dir für dich selber wünscht. Genauso war es im vorliegenden Patientenfall dieser lieben Patientin aus unserem Patientenbestand, die auf genau diesem Weg aufmerksam geworden ist auf Lösungen, die wir ihr anbieten konnten, um ihre Zähne endlich perfekt zu gestalten und ein perfektes Smile zu zaubern. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, heute mal wieder ein ganz spannender Patientenfall aus unserer Praxis, einer lieben jüngeren Bestandspatientin, die auch schon lange bei uns Patientin ist tatsächlich, aber bisher noch gar nicht unbedingt wusste, was wir alles für sie tun können. Und erst durch Social Media, Instagram vor allen Dingen und auch den YouTube-Kanal hier aufmerksam wurde, was letzten Endes alles geht, was man machen kann und wie wir auch ihr tatsächlich weiterhelfen könnten. Ja, was war bei dieser Patientin genau los? Was war das Problem? Was störte sie? Wir schauen uns das Ganze mal einmal im Foto an. Was wir hier im Foto gut sehen können, dass wir zum einen ja einen sehr, sehr dunklen seitlichen großen Schneidezahn haben. Also ein Farbmissverhältnis der Oberkieferfront vor allen Dingen, was der Hauptauslöser war für die Unzufriedenheit, dass sie so unglücklich war mit der Situation. Aber wenn man sich auch die Zahnlängen anschaut, dann sieht man eben auch, dass wir da ein gewisses Missverhältnis haben. Wir haben verhältnismäßig prominente mittlere Schneidezähne und eher normal bis klein dimensionierte seitliche Schneidezähne, was die natürlich dann die mittleren Schneidezähne nochmal prominenter wirken lässt. Zum anderen hatten wir auch leichte Abrasionen, also leichte Schlifffacetten auf diesen mittleren Schneidezähnen und noch eine inzwischen farblich unpassende Krone auf einem seitlichen Schneidezahn, der Wurzel gefüllt war, sodass hier wirklich hier ja, eine Menge Bedarf sich ergeben hat und trotzdem wir mit einer verhältnismäßig überschaubaren Lösung das Ganze angehen konnten. Denn die Problematik bezog sich hier alleine wirklich auf die Oberkieferfront, die auch wirklich sehr störend war, sodass wir hier mit drei Veneers und einer neuen Krone für den seitlichen Schneidezahn perfekt arbeiten konnten, um alles wieder in Einklang zu bringen. Wie gewohnt haben wir natürlich auch den Fall wieder laborseitig vorbereitet, abgeformt, ein digitales Wax-Up durchgeführt, um ihn schon mal simulieren zu können. Haben auch nach der Zahnfarbe geschaut, wo wir uns hier für eine schöne helle Zahnfarbe zusammen mit der Patientin entschieden haben, um dann nachher in einer überschaubaren Sitzung die Zähne vorzubereiten und abzuformen. Auch hier, gerade weil wir natürlich so verschiedene Zahnkernfarben auch hatten, in der Oberkieferfront war es besonders wichtig, die Stumpffarben der einzelnen Zähne nochmal ganz konkret und genau erfasst zu haben. Und nachdem wir dann die Patientin mit Provisorien versorgt hatten, konnte es im Labor entsprechend losgehen. Und so haben wir dann die fertige Arbeit auf dem Modell passend zu uns in die Praxis bekommen, konnten sie noch einmal anprobieren. Und die Patientin war super glücklich mit der Einprobe schon, sodass wir sie dann auch fertig einsetzen konnten. Das Endergebnis seht ihr hier im nächsten Foto eingeblendet. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier vorher sehr, sehr prominente mittlere Schneidezähne und eher etwas kleiner dimensionierte seitliche und eben eine extreme Farbungleichheit der Oberkieferfront. All das haben wir jetzt, nachdem wir die drei Veneers und die Krone eingesetzt hatten, wirklich perfekt kaschiert und behoben. Wir haben jetzt sehr, sehr schöne harmonische Zahnlängen. Die Schneidekanten sind auch wieder schön ausgeformt. Die Zähne stehen jetzt auch nicht mehr so wie vorher, sondern wirklich schön im Zahnbogen, so wie es sein soll. Insgesamt also ein super stimmiges Ergebnis. Gerade wenn man sich auch die Zahnfarbe anschaut, haben wir diesen sehr, sehr dunklen, prominenten Schneidezahn komplett gut abgedeckt bekommen mit dem Veneer, sodass man diesen gar nicht mehr gesondert wahrnimmt, sondern alles wirkt wie eine schöne Einheit. Und das bestätigt dann auch nochmal das finale Foto des Falls, wo wir wieder das Vorher- und das Nachher-Ergebnis gegenüberstellen. Auch hier seht ihr nochmal, wie es vorher gewesen ist und wie wir dann letzten Endes durch diese kleindimensionierte Versorgung doch so viel bewirken konnten, einen so großen Unterschied machen konnten und der Patientin endlich geholfen haben, dass sie wieder strahlen kann und nicht mehr so viel über nachdenken muss, wie ihre Zähne aussehen und richtig glücklich war. Du hast es wieder mal gesehen. Auch kleine Makeovers können einen riesigen Unterschied ausmachen. Wir sind dafür deine Spezialisten hier im Münsterland, nahe Münster. Und wenn auch du endlich richtig über beide Ohren strahlen möchtest und Zähne haben möchtest, die super aussehen, dann sind wir sicherlich der richtige Ansprechpartner für dich. Komm gerne auf uns zu, auf welchem Weg auch immer, und wir finden auch für dich eine passgenaue Lösung. Bis zum nächsten Mal, dein Dr. Bauchmann.